Von Wilderern vergessene oder weggeworfene Fischernetze werden oft als Geister bezeichnet, da sie tödliche Fallen für alle Meerestiere und Vögel darstellen. Außerdem sammeln sich in diesen Netzen verschiedene Arten von Plastikmüll an, die in den Meeresgewässern zu finden sind. Baby-Schildkröten bleiben oft in solchen Konstruktionen stecken. Selbst wenn es ihnen gelingt zu entkommen, verformen Reste des Netzes oder anderer Müll allmählich den Panzer und die inneren Organe der kleinen Schildkröten. Albatrosse nehmen fälschlicherweise Plastiktüten und anderen Kleinmüll als Nahrung an und füttern damit ihre Nestlinge, die dadurch bald sterben. Kleine Krebse verwechseln häufig Flaschenverschlüsse mit ihren schützenden Panzern. Das alles ist sehr entmutigend. Und die Säuberung der Meeresgewässer ist nicht so einfach, wie es scheint. Die meisten ernsthaften ökologischen Probleme der Menschheit sind in den letzten 50 Jahren aufgetreten. Das Problem der Verschmutzung des Planeten durch Plastik ist besonders dringlich. Jährlich werden 320 Millionen Tonnen Plastik für den Bedarf von 8 Milliarden Menschen produziert, und der größte Teil dieser Produktion landet in den Ozeanen. Meeresströmungen erzeugen Strudel, die Müll aus dem gesamten Ozean anziehen und Müllflecken und Müllinseln bilden, in denen sich der Müll von der Wasseroberfläche bis zum Grund verteilt. Offiziell wurden 5 Inseln dieser Art ausfindig gemacht, von denen sich 2 im Pazifischen Ozean befinden. Die bekannteste ist der große pazifische Müllfleck, der sich zwischen den Staaten Hawaii und Kalifornien befindet. Die Menschen können solche Müllflecken mit Linienschiffen einfach umgehen, während sie für die Meeresbewohner eine direkte Bedrohung ihrer Existenz darstellen. Der Stängel der Schmarotzerpflanze Teufelszwirn beginnt nach seinem Erscheinen auf der Suche nach Beute aktiv zu wachsen. Da er dünn und kletternd ist, wächst er bis zu 7 cm pro Tag. Wie eine Schlange schlängelt sie sich herum, schneidet in den Stängel, setzt Saugnäpfe frei und beginnt, alle Säfte aus der Spenderpflanze zu trinken. Sieht aus wie der tödliche Kuss eines Vampirs. Diese Pflanze zeichnet sich durch einen nahezu unbegrenzten Wachstumsprozess aus, so dass sie in kurzer Zeit Weizen- und Maisfelder vernichten kann. Außerdem ist die Teufelszwirn für das Vieh gefährlich, da sie Stoffe enthält, die schwere Vergiftungen und Seuchen verursachen. Nur eine einzige Pflanze ohne Blätter und Wurzeln blüht aktiv und vermehrt sich, wobei sie jährlich bis zu 20.000 Samen produziert, die bis zu 6 Jahre lang im Boden auf ihre Zeit warten. Dies ist eine äußerst ernste Herausforderung für Landwirte und Bauern.